Heute ist der 29. Juli 2021 und wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende der Ausstellung Palindrom von Nina Hollein und ihrem Bruder Philipp Schweiger. Die Vernissage war am 1. Juli und es wurde viel geschrieben, viel berichtet in der FAZ, in der TAZ online. Eine große Aufmerksamkeit hat die Ausstellung bekommen und wir haben viele Besucher. Und das ist ein kleiner Appell bis zum kommenden Sonntag. Das ist nämlich das Ende der Ausstellung, die Ausstellung noch zu besuchen. Ja, und ich habe einen weißen Anzug an, genau wie auf der Vernissage. Das hat einen besonderen Grund, den ich bislang geheim gehalten habe. Moment. Denn die Ausstellung geht um Nachhaltigkeit, wie die Bilder von Philipp Schweiger vermitteln. Und es geht um Anzüge und weibliche Mode, anlässlich der Fashion Week hier zur Ausstellung gekommen. Ich wende mal die Aufmerksamkeit auf die Kleider. Mein Lieblingskleid ist das hier. Und wie man sehen kann, wurden männliche Anzüge verarbeitet und daraus wurde ein wunderschönes Frauenkleid für Abend. Man sieht hier die einzelnen Details, aufwendige Arbeit von Nina Hollein, selbst in stundenlanger Arbeit, wie sie mir erzählte, angefertigt. Der Boden ist auch nicht ganz unwichtig, da die Farbe weiß, ganz klar. Es geht um Nachhaltigkeit, Wiederverwertung von alltäglichen Gegenständen, wie zum Beispiel weiße Anzüge. Dann vielleicht eine kleine Nahaufnahme von den Bildern von Philipp Schweiger, wenn du mir kurz folgen könntest. Bunt übrigens auch, hier ein wunderschönes Kleid. Bei den Frauen ist das, sind die beiden Kleider auf der rechten Ebene überall nach meiner Wahrnehmung am besten angekommen. Und hier die Bilder von Philipp Schweiger, die kann man nur auf sich wirken lassen. Ja, über Video kommen sie natürlich anders rüber, deswegen nochmal die Einladung, vorbeizukommen und die Ausstellung sich live anzusehen. So, ich bin schon am Ende, wünsche einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und verabschiede mich, indem ich honorierend mein weißes Jackett zur Ausgabe habe. Tschüss!